Intelligenz ist das Einsicht hier, also wo die Zusammenhänge klar erkennbar sind. Markus, erklär uns doch mal, wie du das in der Ahnenforschung mit Zentorial hältst. Ja, dann nochmal guten Abend von meiner Seite aus. Schön, dass so viele doch gekommen sind, trotz eines eventuell trockenen Themas. Es geht um evidenzbasierte Ahnenforschung, hauptsächlich am Beispiel der Genealogie-Software Centurial. Und erstmal etwas zu meiner Person, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin von Beruf Softwareentwickler. In der Freizeit verringere ich den Altersschnitt der Vereine für Computergenealogie und der pfälzisch-rheinischen Familienkunde. Auf der Website genealogy.markushen.de können Sie später auch die Folien sich ansehen. Momentan befindet sich da außerdem noch ein Link zu meiner Familienforschung auf MyHeritage. Wenn Sie zu mir Kontakt aufnehmen wollen, geht es am besten über Twitter oder über meine E-Mail-Adresse auf Twitter mit dem Accountnamen Pretzelman oder mit dem Account Genealogie News. Der ist vielleicht interessanter für Sie. Da werden Neuigkeiten rund um die Ahnenforschung automatisch von Google ausgelesen und auf Twitter geteilt. Ja, E-Mail-Adresse sieht man hier, die entsprechenden Bereiche mit den eckigen Klammern durch die entsprechenden Zeichen ersetzen, dann kommt die Mail auch an. So viel dazu zum Ablauf des heutigen Abends. Ich werde anfangen mit dem Status quo. Wie forschen wir aktuell? Dann stelle ich die evidenzbasierte Forschung etwas vor. Dann schauen wir uns die Softwarelösungen an, die es dafür gibt. Und am Ende ziehen wir hoffentlich ein positives Fazit. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie forschen wir? Meistens läuft das eigentlich nach demselben Schema ab. Ich habe das hier jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und zwar haben wir eigentlich immer eine Quelle, auch wenn das vielleicht nur unser Kopf ist, in dem wir schon Informationen vorhanden haben. Aus diesen Quellen extrahieren wir die Informationen und aus dieser Menge von Informationen schlussfolgern wir wiederum weitere Informationen im Prinzip und fassen diese Informationen dann zu neuen Verbindungen zusammen. Jetzt ist aber allerdings die Frage, wie beschreiben wir unsere Forschung? Eigentlich sind so gut wie alle Programme, die wir momentan kennen, folgendermaßen aufgebaut. Oder auch wenn wir es ohne Programme noch mit Hand und Stift machen, dann sieht es eigentlich genauso aus. Wir schreiben die Personen auf, die wir kennen, wir schreiben die Verbindungen auf und im besten Fall verknüpfen wir das Ganze dann mit Quellenangaben. Das ist also im Prinzip die umgekehrte Richtung. Und vor allen Dingen sieht man, zwischen Schlussfolgerungen und Informationen wird oftmals nicht unterschieden. So zumindest meine Behauptung. Hier nochmal in Textform zusammengefasst, so wie wir aktuell arbeiten, das nennt sich, oder zumindest die in der englischen Sprache heißt das Conclusion-Based Genealogy, wird auch personenbasiert genannt, eben weil wir erst die Personen eingeben und dann erst dazugehörige Quellen. Und der Fokus liegt damit eben auf dem eigentlichen Forschungsergebnis, nicht auf der Forschung selber. Und entsprechend haben wir selten oder gar keine Unterscheidung zwischen Informationen und den eigentlichen Schlussfolgerungen, die wir selbst tätigen. Und die Dokumentation von Quellen, der Zuordnung dieser Quellen zu den jeweiligen Informationen sowie Hintergründe für die Schlussfolgerung fehlen oft komplett, beziehungsweise Quellen notieren wir schon oft. Bei Quelleninformationszuordnung, da sieht es dann schon wieder ein bisschen weniger aus, wenn Sie so arbeiten wie ich. Meistens dann fehlt das oftmals oder ist nicht so gründlich, wie es sein sollte, sagen wir so. Alternative Schlussfolgerungen oder ausgeschlossene Schlussfolgerungen fehlen meist ganz. Wobei das trotzdem ja eigentlich oftmals eine gute Hilfestellung wäre in der Forschung oder für die Betrachter der Forschungsergebnisse, um zu erkennen, wie wahrscheinlich sind diese Schlussfolgerungen, die wir da getroffen haben. Was folgt jetzt aus dieser Ergebnisorientierung in unserer Forschungsnotation, nenne ich es jetzt mal. Zum einen haben wir hier ein Problem. Der GetCom-Standard, also der Standard zum Datenaustausch verschiedener Programme, Dateiformat GetCom, es kennt schon selbst keine Schlussfolgerung eigentlich. Es werden nur Informationen, Fakten eingegeben und die stehen da drin. Personen, Informationen, alles wird gleich behandelt. Wenn wir Forschungsfehler machen, dann müssen wir oft wieder ziemlich weit zurück in unserem Forschungsprozess, um den Fehler zu finden, weil dieser Prozess eben nicht ordentlich von uns dokumentiert ist.
Das hat bestimmt jeder Forscher schon mal erlebt und entsprechend Stunden damit verbracht, Teile neu zu validieren seines Stammbaums oder komplett neu zu erforschen gegebenenfalls. Die Glaubwürdigkeit von den Ergebnissen sind somit schlecht oder gar nicht feststellbar. Daraus führt auch eigentlich ein Teufelskreis. Wir trauen den Ergebnissen anderer Leute nicht, arbeiten selber für uns alleine und achten dann selber auch meist weniger auf Evidenz, weil andere machen es genauso oder ich muss mir ja nicht die Mühe machen, weil wenn ich es teile, dann wird es nur wieder kopiert und so weiter. Insbesondere diese Gemeinschaftsprojekte, die wahrscheinlich die meisten kennen, Family Search, diese World Family Tree, also wo ein gemeinsamer Familienstammbaum angelegt wird, man also nicht seine eigenen Daten hat, sondern sie mit allen teilt und somit gemeinsam forscht, theoretisch. Also Family Search, Genie und Wikitree sind hier als drei große Anbieter zu nennen. Die haben dadurch insbesondere Probleme eben mit so, ja, ich nenne es mal falschen Daten oder besser gesagt schlecht dokumentierten Daten, wo diese Daten denn herkommen. Weil jeder kann einfach editieren und es ist nicht festgeschrieben, dass eine Quelle dazu vorhanden sein muss. Insofern wird da viel angelegt, was auch nicht unbedingt stimmen muss. Insgesamt führt es dann auch dazu, dass wir Forschungen anderer Personen selten fortführen. Jeder kennt die Aussage, ah ja, du musst selber ins Archiv gehen, selber die Primärquellen erforschen, um wirklich ein verlässliches Ergebnis zu erhalten. Und mein Plädoyer ist hier eigentlich, oder mein Resümee ist hier, dass wir uns das als Forschungsgemeinschaft das Leben hier unnötig schwer machen. Allerdings muss man auch zugutehalten bei dem Conclusion-Based-Ansatz, dass wir recht schnell eben Teilaspekte zu einem Ergebnis bringen können. Das kann man momentan zumindest noch festhalten. So viel eigentlich dazu, wie wir aktuell arbeiten. Kommen wir jetzt zum interessanten Teil, nämlich dem evidenzbasierten Ansatz. Und zwar ist das eigentlich recht einfach erklärt. Und zwar geht es eigentlich nur darum, diesen Forschungsprozess, den wir abarbeiten, richtig zu dokumentieren, von vorne, von der Quelle bis eben zur Schlussfolgerung. Das heißt, die Herkunft von Schlussfolgerungen, also wie kommen wir auf die Schlussfolgerungen, aus den Informationen ist dokumentiert und eben welche Informationen stammen aus genau welcher Quelle. Herkunft hier nicht zu verwechseln mit Ethnizitätsschätzung. Dann kommt sowas hier raus wie bei R2-D2. Kennen wir vielleicht ein 23% Toaster, 18% Camcorder. Das ist eher wieder der geschätzte Bereich. Ja, Schlussfolgerungen sind dadurch klar von Informationen aus Quellen zu unterscheiden und somit entsprechend besser einzuordnen. Und die Dateneingabe erfolgt bestenfalls, wie man eben auch selber eigentlich forscht. Wir fangen mit der Quelle an, geben dann die Informationen aus der Quelle ein und erst dann kommen die Schlussfolgerungen. So stelle ich mir das zumindest vor. Ein bisschen Hintergrund zur evidenzbasierten Forschung. Wie kam es dazu, zu dieser Bewegung, sage ich es mal? Wurde hauptsächlich in Blogbeiträgen bekundet. Im Raum 2012 war das ungefähr. Findet man einige Blogbeiträge von bekannten Genealogen. Und die berufen sich meistens auf den Genealogic Proof Standard. Das ist ein Standard, der von der amerikanischen Vereinigung herausgebracht wurde, um Genealogen zu helfen, wie man eben forscht. Mehr dazu hier unter dem Link. Es gibt noch diverse Bücher, die auch in diese Richtung gehen. Da hätten wir zum einen vom Board for Certification of Genealogists. Das ist ungefähr vergleichbar mit unserem DAGV, also der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Genealogischer Vereine. Die haben hier so ein schönes Büchlein, ein kleines, das heißt Genealogy Standards, momentan erschienen in der zweiten Ausgabe. Da kann man ein bisschen was nachlesen über den Standard. Und wer sich durchlesen will, wie man am besten Quellen zitiert, in welcher Form, dem kann man hier auch das ebenfalls englischsprachige Evidence Explained von Elizabeth Shaun Mills ans Herz legen. Das ist, wie man sieht, ein etwas dickerer Schmöker, in dem detailliert für jede Quellenart eigentlich aufgezählt wird, was man für diese Quellenart zitieren sollte, damit ein anderer Forscher damit was anfangen kann und diese Quelle auch bewerten kann. Ansonsten hier der dritte Link, der Genealogic Research Map, gibt es von Evidencia, hat der
Autor dort mal angelegt. Das ist auch eine schöne Übersicht nochmal, eine detailliertere Ansicht des evidenzbasierten Ansatzes oder dem Ansatz, wie wir forschen. Ein schönes Diagramm kann man auf der Seite sich anschauen. So viel zur trockenen Theorie. Kommen wir jetzt zur Software. Ein bisschen trocken ist es jetzt noch. Und zwar liste ich mal kurz hier die Hilfsprogramme auf, die existieren, die bekannt sind. Zum einen ist das Clues, Evidencia und Linescope. Jetzt muss man sagen, ich habe mich mit den Programmen nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich nicht der Meinung bin, dass Hilfsprogramme sehr zielführend sind, weil am Ende will ich ein Forschungsergebnis haben, das zusammenhängend ist. Und wenn hier ein Hilfsprogramm was gearbeitet wird, dann fällt da meiner Meinung nach eben etwas nebenbei an und das wird dann wahrscheinlich am Ende dann doch eher ignoriert. Nichtsdestotrotz sind es wertvolle Tools, mit denen man Quellen schön zitieren kann, auswerten kann, sammeln kann. Ja, guckt sich aber jeder am besten selber an oder vielleicht haben wir später noch einen Nutzer, der dazu mehr sagen kann. Ich kann es nicht. Es gibt auch noch verschiedene Listen von Vorschlägen. Zum einen hat die B&F Jewish Genealogy and More 2013 auch einen Blogbeitrag gepostet, wo einige Programme dargestellt sind. Allerdings halt auch schon ein bisschen veraltet, wie man sieht. Und auf der Seite GenSoft Reviews, auf der alle möglichen Genealogieprogramme aufgelistet sind, bewertet sind, gibt es auch mit der Suche nach Evidenz ein paar Suchergebnisse. Allerdings auch viele Programme, die auch gar nicht mehr gewartet werden oder auch der Funktionsumfang doch eingeschränkt ist. Wie sieht es bei evidenzbasierten Komplettprogrammen aus? Sehr mau, um es zusammenzufassen. Also bis 2017 gab es da meiner Meinung nach nichts. Ich habe zumindest nichts gefunden, lange gesucht. 2017 kam dann Centurial auf den Markt. Ein ARN-Forschungsprogramm für Windows mit Emulationssoftware entsprechend auch auf dem Mac lauffähig. Ist multilingual, also auch schon mittlerweile in Deutsch verfügbar seit letztem Jahr, glaube ich. Und die Testversion, hier sieht man jetzt einen entsprechenden Unterschied zu anderen Testversionen von anderen Programmen. Die Testversion unterstützt maximal 20 Quellen. Das ist hier die Beschränkung. Und ein Account ist in jedem Fall erforderlich, auch zum Testen. Kann man sagen, was man will dazu. Auf jeden Fall ist das so. Ja. Gut, jetzt beenden wir wirklich die Theorie. Wir steigen mal ein ins Programm. Wenn ich alles richtig gemacht habe, müsstet ihr jetzt das Programm sehen und den Anfang der Ahnentafel von Fritz Walter. Sollte den meisten bekannt sein, unser Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft von 54, wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Ich habe mir hier insbesondere die väterliche Linie betrachtet. Sehen wir hier bis zu seinem Opa, Jakob Walter I. Ich gehe jetzt mal noch eine Generation weiter. Hier sehen wir jetzt seinen Urgroßvater. Noch einem Klick kann ich hier nochmal eine Generation dranhängen und dann sind wir jetzt schon bei seinem Urgroßvater und seiner Ururgroßmutter Johannes Walter und Margarete Geib. Den Namen merken wir uns jetzt mal, beziehungsweise wir gucken uns auch erstmal an, was wir hier so für Daten haben. Das Programm zeigt immer die direkten Nachkommen und Vorfahren an. Deswegen habe ich jetzt mit dem Doppelklick die entsprechende Ansicht aktivieren können von Johannes Walter, seinen Vorfahren und seinen Nachkommen. Ich mache hier mal die Ansicht wieder ein bisschen kleiner. Schauen wir uns mal die Kinder an von dem Ehepaar Johannes Walter und Margarete Geib. Hier haben wir Johannes Walter, seine Schwester Barbara, Anna Katharina, Susanne, Bruder Jakob, die Margarete Walter, um die wird es gleich noch weitergehen, Christine, Susanne und hier noch eine Tochter, von der ich nur weiß, dass sie mit einem Jakob Döringer verheiratet war und eben auch ein Kind dieser beiden war. Eventuell ist es auch eine der anderen. Das könnte sich auch noch herausstellen. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen heute. Es soll nämlich um diese Margarete Walter bzw. eines Kindes von ihr gehen. Und zwar habe ich da eine neue Quelle gefunden, die ihr jetzt hoffentlich seht. Family Search kennen die meisten ja auch als gute Quelle. Das sind viele Digitalisate, die könnte man sich hier jetzt auch angucken. Allerdings bleibe ich hier jetzt ausnahmsweise mal bei dem indexierten Eintrag stehen. Hier sehen wir den Geburtseintrag von Carolina Braun, die am 21. Februar 1853 in Niederkirchen geboren wurde.
Der Name heißt Adam Braun und jetzt sehen wir hier schon bei dem Namen der Mutter Margareta Walter und hier sind sogar noch die Großeltern verzeichnet, Johannes Walter und Margareta Geib. Diese Konstellation kennen wir aus unserem Programm gerade. Die haben wir gerade gesehen, Johannes Walter, Margareta Geib und Margareta Walter. Wenn wir nochmal zurückgucken, sehen wir auch, wo die ganzen herkommen. Hier sehen wir zum Beispiel bei Johannes Walter, der kam auch aus Niederkirchen, wurde dort geboren. Insofern ist schon mal sehr naheliegend für mich, dass das wahrscheinlich hier die Carolina Braun ein Enkelkind von Johannes Walter und Margareta Geib sind, die ich in meinen Daten habe. Deshalb füge ich jetzt diese Information in meinen Stammbaum hinzu. Centurial hat hier eine Hilfestellung, hat hier für den Browser ein Add-on, das es anbietet. Das gibt es für Chrome, für Firefox, für den Edge, den aktuellen. Also da sollte alles abgedeckt sein. Wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir, passiert sofort etwas. Es wurde ein Screenshot angelegt von der Seite. Das heißt, wir haben immer, auch wenn sich die Seite mal ändern sollte, den aktuellen Stand dokumentiert. Man kann den jetzt auch wieder entfernen, wenn man wollte, aber wir lassen ihn mal auf jeden Fall drin. Hier die Referenz, die wir auch auf der Webseite gesehen haben. Die hat er automatisch übernommen und er hat sogar hier unten bei Informationen, da sehen wir so ein kleines Diagramm. Und hier sehen wir sogar schon die Beziehungen. Hier hat er sogar übernommen, hier Carolina Braun ist ein Kind von Adam Braun und Margareta Walter. Und was er nicht übernommen hat, sind die Großeltern hier von Carolina Braun. Das sind die Eltern von Margareta Walter und Johannes Walter, auch nach der Information, die wir hier ja haben. Hier steht ja explizit Name des Großvaters mütterlicherseits und Name der Großmutter mütterlicherseits. Was haben wir sonst noch bei Carolina Walter? Da haben wir auch die Geburt und der Geburtsort. Der wurde auch automatisch übernommen. Das Geschlecht wurde automatisch übernommen. Ja. Nur eben hier die beiden Großeltern wurden nicht eingeordnet als Großeltern. Dann schalte ich mal kurz um auf Layout 2. Dann habe ich nämlich mehr Platz, um das Diagramm zu vervollständigen. Das ist so ein bisschen wie so ein Diagrammprogramm, wo man sich sein eigenes Diagramm zusammenstellen kann. Jetzt kann ich hier nämlich sagen, Eltern hinzufügen. Und wenn ich da das jeweilige Elternteil markiere, dann hat er das hier übernommen. Hier kann man noch festlegen, dann jeweils, ob es ein leibliches Elternteil ist oder nicht. Da würde ich jetzt mal davon ausgehen, das sieht danach aus laut der Quelle. Gut, jetzt haben wir hier die Arbeit gemacht. Jetzt kommt der spannende Teil eigentlich. Wie kommt jetzt diese Information in unseren Stammbaum rein? Und zwar hat das Centurial hier jetzt eine Funktion, die heißt korrelieren. Und das heißt nicht nur korrelieren, sondern in diesem Fall auch automatisch korrelieren. Am besten höre ich auf zu schwafeln und klicke einfach mal drauf. Dann sehen wir nämlich, was passiert. Das Programm hat jetzt in meinem Stammbaum automatisch Personen gesucht, die auf diese Personen in dieser Quelle passen. Das klappt manchmal sehr gut, wie in diesem Fall. Manchmal klappt es weniger gut. In diesem Fall haben wir jetzt Glück. Hier sehen wir Johannes Walter. Das ist diese Information hier. Und hier in dem kleinen Kästchen sehen wir jetzt die Information aus dieser Quelle. Und das hat genau gepasst. Er hat es hier diesem Johannes Walter zugeordnet, der Margareta Geib und der Margareta Walter, die wir uns vorher angesehen haben. Genau auch, was unserer Vermutung entspricht, wo es hingehört. Jetzt schauen wir uns die rechte Seite an, die Korrelation. Hier sehen wir jetzt die einzelnen Personen nochmal aufgelistet, aber nicht nur einmal, sondern eigentlich vielfach. Warum ist das so? Das sind jetzt die einzelnen Quellen, die zu dieser Person zusammengefügt wurden. Und wir müssen jetzt sagen, hier ist das diese Person, also hat das hier richtig zugeordnet oder nicht. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, die Margareta Geib ist gar nicht die Frau. Und dann können wir hier entweder das zur Seite ziehen, dann würde eine neue Frau draus machen und entsprechend verändert sich dann auch das Diagramm. Aber in diesem Fall hat es ja gestimmt, das heißt, wir ziehen das hier wieder drauf. Und na, zeigt es wieder an, jetzt ist er rumgesprungen. Und dann, ja, dann haben wir die Information bei den Leuten, wo wir es vermuten. Und wenn wir die Personen denken, okay, das passt, dann können wir das hier abhaken immer an der Stelle.
die Person ist neu, die hatten wir noch nicht im Baum. Der Ehemann von Margarete Walter hatten wir auch noch nicht im Baum. Und Johannes Walter wurde auch richtig gemappt, können wir auch akzeptieren. Und somit ist unsere Korrelation fertig und die Information von Margarete Walter und ihrem Mann und dem Kind Caroline Braun ist jetzt im Baum hinzugefügt worden. Ja, und das ist dann das Ergebnis. Wie sehen wir das Ganze jetzt? Wir können uns jetzt zu den Personen jeweils die Belege ansehen. Das ist so praktisch die Personenansicht, wie man es auch aus den meisten anderen Programmen kennt. Wir haben hier die Standardauflistung des Nachnamens, des Vornamens, des Geschlechts. Das Verwandtschaftsverhältnis zum Probanden wird hier noch angezeigt. Da habe ich Fritz Walter ausgewählt. Daten zur Geburt, Tod, wie man es eben auch kennt. Gegebenenfalls sind hier auch Angaben, die das Programm selber ermittelt hat, anhand von möglichem Alter, wie alt wird ein Mensch maximal und so weiter und so fort. Hat er zu der Zeit irgendwo gewohnt? Wenn das Kind dort geboren wurde, wurden die Eltern wahrscheinlich wohnen dort auch in der Nähe. Und so Informationen werden hier auch angezeigt und festgehalten. Einfach, ja. Hier unten sehen wir auch die Eltern, also auch die Beziehungen werden angezeigt. Da können wir auch dann entsprechend draufklicken, uns die anschauen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, jetzt ist es abgestürzt. Vorführeffekt, sehr gut. Ich öffne das Programm gerade wieder. Kommt selten vor, macht aber auch alles nichts. Das Programm speichert alle neuen Daten sofort ab. Es ist nichts verloren. Wir sehen hier immer noch Margarete Walter, Adam Braun und das Kind Caroline Braun, wie ich es vorhin eingegeben habe. Es werden automatisch Backup-Dateien angelegt, also nichts passiert. Wir waren eben hier bei den Belegen von Margarete Walter drin. Ich wollte eigentlich auf den weiblichen Vater klicken, mal gucken. Jetzt funktioniert es auch. Genau, da kann man auch hin und her wechseln. Und ja, was ist jetzt die Besonderheit? Man sieht jetzt hier auch die Zeitleiste. Das ist noch ein weiteres Hilfstool, um so ungefähr die zeitliche Einordnung zu sehen. Und insbesondere sieht man hier immer auch die Quellen, aus denen wir diese Person zusammengesetzt haben. Jetzt bei der Margarete haben wir eben zwei Quellen. Das hier ist die, die wir gerade hinzugefügt haben, von Family Search übernommen, und das andere war hier ein Ortsfamilienbuch zum Beispiel. Genauso sehen wir hier bei den einzelnen Angaben automatisch die jeweiligen Quellen verlinkt und sehen dann, aus welcher Quelle die entsprechende Information kommt. Also auch wenn hier nur der Name eine kleine Änderung hat, wird das entsprechend, weil wir es ja für jede Quelle einzeln eingeben, auch aufgeteilt und ist entsprechend nachvollziehbar. Dann gibt es noch eine weitere Ansicht, da führt das Ganze dann noch ein bisschen weiter. Da können wir uns die Nachweise dann nochmal im Detail ansehen. Jetzt hier beim Nachnamen ist es nicht allzu spannend. Hier kann man nochmal sehen, zumindest wie die Quelle einzuordnen ist. Das ist eine verfasste Quelle, das Ortsfamilienbuch. Es enthält eine unbestimmte Aussage und die gilt als direkter Beleg dafür, dass es der Nachname Walter ist. Das können wir dann hier hinten noch entscheiden, ob das plausibel oder nicht plausibel ist. Und das war es dann im Prinzip. Ganz interessant ist das jetzt noch zum Beispiel bei richtigen Originalquellen. Dann sieht man hier zum Beispiel, dann kann man sich auch noch die Unterschriften angucken, wenn man sie entsprechend markiert hat. Ich gehe mal gerade auf die Quellenansicht drauf, wo ich hier eine Unterschrift markiert habe. Hier sehen wir das Originaldokument, das wir aus einem Geburtsakt rausgelesen haben. Hier kann man entsprechend die Stellen markieren und mit den Informationen verknüpfen. So kann ich hier zum Beispiel jetzt auf den Nachnamen klicken und sehe, den habe ich hier rausgelesen, den Vornamen hier hinten und so weiter und so fort. Und genauso sehen wir hier unten die Unterschrift. Das kann uns später zum Beispiel helfen, um einen Unterschriftenvergleich zu machen. Das sehen wir vielleicht ganz gut. Ich mache hier mal alles wieder zu. Johannes Walter, da habe ich nicht so viele, da habe ich ja nur die eine Unterschrift, aber bei seinem Vater sieht es auch nicht besser aus. Okay. Dann war es bei seinem Sohn Jakob. Da müsste es besser aussehen, nee, auch nicht. Dann suche ich ihn hier mal schnell. Da habe ich ein paar mehr Quellen und da kann man schon die Unterschriften dann auch vergleichen.
um zu sehen, entweder wie hat sich die Unterschrift verändert oder ist das überhaupt dieselbe Person aus den Informationen, die ich hier zusammengesammelt habe. Hier kann man zum Beispiel sehr schön sehen, hier hat er Jakob mit C geschrieben, hier unten mit K, hier ohne H, hier mit H, das Walter. Könnte darauf hindeuten, dass das nicht dieselben Personen sind und dass die Plausibilität hier vielleicht doch nicht gegeben ist und das eine andere Person ist. Gut, soweit zu den Informationen, die man hier eingeben kann. Ich weiß, der Autor von Centurial kommt aus den Niederlanden. Deswegen werden auf jeden Fall die niederländischen Portale unterstützt. Ansonsten müsste man gucken, auf der Webseite gibt es eine Auflistung. Müsste ich suchen. Finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Aber da gibt es Webscrapers. FamilySearch, genealogieonline.nl, openarch.nl und Wikipedia wird momentan anscheinend besonders unterstützt. Ja. Bei den anderen Seiten findet dann zum Beispiel die, was wir gesehen haben, die Zusammenstellung der Personen unten links und die automatische Auslese der Informationen eben noch nicht statt. Da muss man das per Hand machen. Das war ja auch die Frage, wie geben wir Daten ein, wenn wir sie eben nicht aus dem Internet haben. Das passiert hier. Das ist der Standardbildschirm, der kommt, wenn man eine neue Quelle anlegt. Und zwar richtet sich hier der Aufbau der Quellen standardmäßig an den in Evidence Explained erläuterten Aufbau von Quellen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir im Internet was finden, dann haben wir meist zum Beispiel ein Digitalisat. Das hat als Aufbewahrungsort zum Beispiel FamilySearch. Das habe ich jetzt hier schon eingegeben, so Daten. Wenn man hier was ausgewählt hat, dann kommt entsprechend abhängig von dem Aufbewahrungsort auch weitere Daten, die man eingeben kann. Was man eben empfohlen nach Evidence Explained eingeben sollte bei dieser Art von Daten. Beim Digitalisat wäre das natürlich dann die URL aus dem Internet. Lasse ich jetzt mal frei. So, jetzt sehen wir hier oben schon, ich, der Forscher, ich habe ein Digitalisat. Von was? Er fragt direkt nach. Von was? Und dann geht es hier entsprechend weiter. Wir haben ein Digitalisat zum Beispiel von einem Kirchenbuch gesehen. Beziehungsweise bei FamilySearch wäre es ja erstmal ein Mikrofilm. Die haben immer eine Filmnummer, eine Bezeichnung und auch wieder einen Aufbewahrungsort. Das ist bei den Filmen von Family History, von FamilySearch meistens die Bibliothek in Salt Lake City. Dann kann man ja auch wieder die Signatur eingeben und so weiter und so fort. Und der Mikrofilm, der ist natürlich auch wieder, wird was abgefilmt und dann hätten wir hier zum Beispiel das Kirchenbuch. Das ist schon eine ganz andere Quellenangabe, als es bei den meisten Genealogieprogrammen, denke ich, gibt. Sehr viele Details. Und ja, das macht es natürlich nicht gerade einfach, aber wenn man das einmal gemacht hat, kann man das natürlich auch immer wieder dieselbe Quelle auswählen. Und ich starte jetzt vielleicht gerade mal noch. Hier gibt es natürlich auch Pflichtfelder, insofern kann ich jetzt auch gerade gar nicht auf OK klicken. Das braucht eine Kirche. Und so weiter und so fort. Kriegen wir halt auch schon meine Einträge, die ich schon mal getätigt habe, angezeigt hier aus den verschiedenen Orten. Ja, also so sieht eine Quelleneingabe an dieser Stelle aus. Gucken wir uns das vielleicht nochmal im Programm an, wo man das auch nochmal findet. Wir hatten hier zum Beispiel beim Jakob die Belege, beziehungsweise hier hatten wir die Quellen. Wenn wir uns da die Informationen anschauen, dann müssen wir hier, das muss man wissen, hier in den Informationen hier unten neben die Personen klicken und dann kommen wir wieder in die allgemeine Einstellungen der Quelle. Da sehen wir nochmal die Referenz und wenn wir hier auf das kleine Bearbeiten-Icon klicken, dann kommen wir hier in dieselbe Ansicht. Und ja, dann sehen wir das entsprechend ausgefüllt, was ich eben auch gezeigt hatte. Den Scan, der ist auch wieder aus FamilySearch extrahiert automatisch. Das kann das Programm bei FamilySearch. Ja, ich könnte ihn auch selber hochladen. Ich kann hier auch den zumachen. Ich kann hier ein neues Dokument hinzufügen. Das geht selbstverständlich. Ich kann auch, wenn ich hier ein Dokument habe, ich kann hier Transkription hinzufügen. Kann ich das Ganze mal abschreiben. Ja, bei Extraktionen von FamilySearch, wie wir es vorhin gesehen haben, aus den indexierten Daten, kopiere ich mir meistens auch die Daten und schreibe sie hier nochmal in die Notizen rein. Das kann man alles machen. Ich denke, das war's, was ich
zeigen wollte im Programm selber. Wer hier noch Fragen hat zum Stammbaum, kann ich gerne mal noch Auskunft geben. Aber heute wollen wir uns ja auf die evidenzbasierte Forschung konzentrieren. Gehen wir weiter in unserem Vortrag. Endet auch bald. Datenmodelle würde ich gerne ein Wort dazu sagen, obwohl die meisten Endverbraucher damit eher weniger ja zu tun haben. Aber darauf kommt es halt sehr stark an, um evidenzbasiert zu arbeiten. Die Informationen müssen ja gespeichert werden. Wir haben schon erfahren, dass GetCom nicht dafür geeignet ist oder nicht vollumfänglich dafür geeignet ist oder es zumindest nicht standardisiert ist. Man kriegt bestimmt viele Informationen da rein, aber man kriegt das nicht standardisiert wieder raus. Zum einen ist hier zu nennen GetBus for All. Das ist eine Entwicklung von CompGen. Die wird im Hintergrund für jedes Projekt bei CompGen, nicht für jedes, aber für die meisten Projekte mittlerweile genutzt, um Informationen abzuspeichern aus Büchern, die digitalisiert werden, Adressbüchern und so weiter und so fort, GetBus. Und somit ist auch immer die Quelle hinterlegt und es wäre im Prinzip, oder es ist evidenzbasiert, die Speicherung. Das kann man festhalten. Ein sehr guter Ansatz war meiner Meinung nach GetComX. Das wurde von FamilySearch entwickelt eigentlich als Austauschprogramm, also als Austauschprotokoll, um im Internet Daten auszutauschen, aber auch als Dateiformat. Hat sich aber nie als Nachfolgeformat für GetCom durchgesetzt. Ja, also der Vergleich von den beiden Dateiformaten ist hier auf der Webseite ganz gut zu sehen, aber bringt uns alles nichts, weil es wird nur bei FamilySearch im Hintergrund eingesetzt, aber auch nicht so, dass man das auf FamilySearch selber merken würde. Also auch da sind die Daten eher nicht evidenzbasiert gespeichert, zumindest wenn man selber einen Stammbaum dort anlegt. Kommen wir schon zum Fazit. Nochmal zusammengefasst, was ist der Unterschied zwischen einem personenbasierten oder conclusion-based Genealogy-Ansatz und einem Evidence-Based-Ansatz oder Source-Based oder Record-Based wird das auch genannt. Beim Conclusion-Based-Ansatz haben wir gesehen, der Fokus liegt auf dem Forschungsergebnis, weniger auf der Forschung. Die Informationen und Schlussfolgerungen können beim Conclusion-Based meist nicht unterschieden werden, im Gegensatz zum evidenzbasierten Ansatz. Die Zuordnung von Informationen, aus welcher Quelle die stammen, das kann man beim Conclusion-Based hinterlegen, wird aber meistens nicht so hundertprozentig gemacht. Deswegen hier in Klammern diese Funktion. Und beim Evidenzbasierten haben wir das auf jeden Fall immer, weil wir immer eine Quelle angeben müssen. Alternativen und Ausgeschlossenes können wir auch bestenfalls beim evidenzbasierten Ansatz angeben. Ist aber zum Beispiel bei Centurial aktuell auch noch nicht möglich. Und das einfache Auflösen von Fehlern ist entsprechend, wie ich dargelegt habe, auch beim evidenzbasierten Ansatz einfacher. Wir können einfach wieder Schlussfolgerungen auseinanderziehen. Also auch das, was ich vorhin während dem Korrelieren gezeigt habe, das Auseinanderziehen. Das kann man jederzeit machen mit Informationen und dann entstehen neue Personen oder die Informationen werden eben geteilt oder zusammengefügt zu einer Person, was wir vorher nicht gesehen haben. Ein Vorteil hat definitiv das Conclusion-Based-Ansatz momentan noch, dass wir eben die Daten aus den Quellen nicht redundant eingeben müssen. Da geben wir einmal den Namen ein, Johannes Walter, und können dann sagen, okay, der Name wird in der und der und der Quelle benutzt. Und im evidenzbasierten Ansatz geben wir das halt momentan für jede Quelle nochmal neu ein. Aber wie ich gleich noch sagen werde, gibt es da natürlich Softwaremöglichkeiten, um auch das irgendwann mal sich zu sparen. Und trotzdem evidenzbasiert zu arbeiten. Wie sieht die Gegenwart evidenzbasierter Artenforschung aus? Wie meine Erfahrung zeigt zumindest, ist eine gesamte Forschung in einem Vollprogramm mit Ausnahme von Centurial, soweit ich weiß, nicht möglich. Es gibt nur das eine Programm, das ich kenne. Es gibt noch Beyond Genealogy, glaube ich, hieß das Programm, aber da kann man sich Daten nur ansehen. Das wäre angeblich evidenzbasiert, hat der Autor gesagt. Oder er wollte es evidenzbasiert machen. Aber wie gesagt, keine Eingabe möglich. Insofern bringt uns das wenig bei unserer Forschung. Wenn doch, wie in Centurial, dann haben wir erstmal momentan mehr Aufwand. Wir haben gesehen, ich habe da ganze Bereiche markiert. Man muss sagen, es ist plausibel. Man muss die Informationen eingeben. Allerdings können wir da eventuell später mit geeigneten Mitteln was dagegen tun. Die Weitergabe der Forschung, das ist eigentlich so das größte Problem. Momentan mit GetCom geht es eigentlich nicht, zumindest nicht standardkonform oder standardisiert.
Es gibt ja die deutschen Entwickler von Ahnenforschungssoftware, die haben sich ja zusammengeschlossen, haben eine Erweiterung von GetCom gemacht, aber auch da sind die Anstrengungen in diese Richtung, soweit ich weiß, nicht groß passiert. Also auch da wird es nicht groß unterstützt von den deutschen Programmen. Deswegen gilt hier mein Appell hauptsächlich an die Entwickler von Genealogieprogrammen, hier mehr in diese Richtung zu arbeiten. Aber hängt natürlich auch davon ab, ob die Benutzer das wollen. Also vielleicht mal melden bei eurem Lieblings-Genealogie-Software-Autor, dass das vielleicht mal eingeführt wird. Dann könnte die Zukunft nämlich folgendermaßen aussehen. Das ist jetzt so ein bisschen mein Wunschtraum. Der Mehraufwand bei der Eingabe könnte durch Vorschläge, Texterkennung, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort vereinfacht werden oder sogar eliminiert werden. Wir haben hoffentlich dann irgendwann auch ein Datenformat, was uns evidenzbasiert arbeiten lässt und das Ganze sicher speichern lässt und austauschen lässt zwischen den einzelnen Forschern. Und in den Online-Stammbäumen finden sich auch endlich verlässliche Daten, sicher verlässliche Daten, insbesondere bei den Gemeinschaftsprojekten wie FamilySearch, Geni und WikiTree. Und wir können somit eben die Forschung besser aufeinander aufbauen. Und die Forschungsergebnismenge wächst dadurch auch sehr schnell und verlässlich. Somit könnten wir uns als Forscher mehr auf Feinheiten konzentrieren. Und wir wissen ja, die Forschung ist nie zu Ende. Und da hätten wir, denke ich, sowieso noch genug zu tun. Das war's eigentlich von meiner Seite. Ein kurzer, schneller Einblick in die evidenzbasierte Forschung. In Zukunft könnte ich vielleicht noch mehr zu Centurial sagen. Ich weiß, das war jetzt ein sehr schneller Einstieg. Oder zu den Ahnen Fritz Walters, wenn da noch Interesse besteht, kann ich gerne noch mehr liefern. Von meiner Seite wäre es das aber an dieser Stelle. Und ich danke fürs Zuhören. Ja, Markus Hab, schönen Dank.